Hallo Leute, heute zeige ich euch, was mal wieder so neu in die Drogerie kommt. Neue Schminksachen, also okay, eigentlich ist es fast nur Schminke. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video und wir legen direkt mal los. Ich fange mit einer Sache an, die wahrscheinlich jetzt vielen nicht ganz so neu sind, beziehungsweise es ist schon neu, aber es hat sich schon sehr krass rumgesprochen. Und zwar geht es um die Colorista Haarfarben. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich würde sehr gerne diese Washout-Farben ausprobieren. Ich habe hier jetzt die Farbe Pink Hair und Lilac Hair. Ich habe eine kleine Frage an euch, und zwar haben es bestimmt schon ein paar von euch ausprobiert. Ich würde da auch sehr gerne ein Video drüber machen. Meine Frage ist aber, weil ich ja so brutal lange Haare habe, bräuchte ich wahrscheinlich zwei Packungen, nehme ich an. Ich würde es auch nur unten ins Blonde reinmachen. Aber denkt ihr, ich kann die zwar einfach mischen, dass es so eine Mischfarbe wird? Das könnt ihr mir sehr gerne mal in den Kommentaren beantworten. Und ich würde auch sehr gerne wissen, was ihr von den Farben haltet, falls ihr sie schon ausgetestet habt. Wenn ich das mache, dann mache ich definitiv ein Video darüber. Und ich freue mich da schon mega, mega drauf. Es kam jetzt immer was dazwischen, dass ich es noch nicht ausprobieren konnte. Aber ich freue mich so mal auf leicht pinken Haare. Das wäre schon geil. Jetzt kommt, wie versprochen, nur noch Schminke. Ich weiß gar nicht, bei welcher Marke ich anfangen soll. Ich habe hier gerade alles auf meinem Schoß liegen. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal bei L'Oreal weiter. Also es sind mehrere Marken dabei auf jeden Fall. Und zwar gibt es neue Lidschatten. Was heißt Lidschatten? Es sind Eye Paint, nennen die sich. Die sehen aus wie so Nagellackverpackungen. Aber bitte nicht auf die Nägel machen, sondern die sind für die Augen. Und zwar ist das so Creme-Lidschatten. Kann man auch super als Base benutzen. Ich werde euch hier auf jeden Fall auch nochmal Swatches einblenden. Und am schönsten finde ich natürlich diese Farbe hier. das ist so ein wunderschönes Rosa. Das ist die 120. Und den finde ich auch mega schön. Das ist die Farbe 101. Und ich finde auch, dass sie sehr schön pigmentiert sind und auch eine gute Farbabgabe haben. Ich mag das halt so was Helles erst auf dem Lid und dann so mit dem Lidschatten so ein bisschen dunkler machen in der Lidfalte. Und das ist voll meins. Dann gibt es auch noch bei L'Oreal neue Kajalstifte. Und zwar diese Infallible Stifte. Und die sind so geil pigmentiert. Also den schwarzen mag ich sehr gern hierfür und auf die Wasserlinie am oberen Wimpernkranz benutze ich den sehr gern. Ich benutze ja sonst nicht so viel Kajal, aber die haben eine richtig, richtig gute Konsistenz. Sind schon ein bisschen weichlich, aber nicht so, dass sie direkt abbrechen. Und die sind so gut pigmentiert. Ihr solltet die euch unbedingt mal swatchen. Und ja, also wie gesagt, schwarz ist natürlich geht immer, aber ich finde auch diesen lila Ton sehr, sehr schön. Damit kann man auch einiges machen. Und ja, ich bin voll überzeugt von denen und ich finde die toll. Ich habe auch hier jetzt nochmal Bilder für euch eingeblendet, wo ihr die Farben nochmal schöner seht, damit ihr die auch mal geswatcht seht. Aber ihr könnt euch die Sachen natürlich auch immer nochmal in der Drogerie anschauen. Dann hat L'Oreal auch neue so Lippenpaint, Lip Paints nennt sich das, rausgebracht, so Lippenprodukte. Und zwar ist das von der Konsistenz her wie ein Lipgloss. Das heißt, ihr habt auch hier vorne so ein Schwämmchen. Die Farbe finde ich übrigens mega geil, aber was mir aufgefallen ist, gerade auch bei den matten Lip Paints ist es so, dass man auf jeden Fall einen Lip Liner drunter braucht, weil das sonst hier, zumindest bei mir, in die Fältchen ein bisschen kriecht. Das finde ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so gut. Aber mit einem Lip Liner geht es auf jeden Fall. Und dann finde ich auch, dass sie relativ gut halten. Genau, und da gibt es auch noch zwei unterschiedliche Serien quasi. Da gibt es die normalen Lip Paint. Die sind dann auch glänzend. Und es gibt die matten Lip Paint. Also das hier sind die matten Lip Paint und das hier sind die glänzenden Lip Paint. Und ich muss sagen, man sieht halt keinen krassen Unterschied. Ich habe die jetzt auch schon seit 2 Minuten drauf und die müssten eigentlich trocken sein, soweit wie sie zumindest trocknen. Aber sie glänzen trotzdem noch ziemlich stark. Und ich muss auch sagen, dass die glänzenden eine deutlich höhere Deckkraft noch haben. Aber es sind auf jeden Fall auch verrückte Farben dabei, was ich auch wiederum sehr cool finde. Ich finde, da muss sich halt jeder ein eigenes Bild von denen machen. Ohne Lip Liner würde ich sie nicht empfehlen. Dann hat natürlich auch Essence wieder ein großes Sortiments-Update durchgemacht. Die Sachen kriegt ihr natürlich auch schon in der Drogerie. Mein absoluter Favorite ist dieser hier. Das ist der Prismatic Rainbow Glow Highlighter. Und ich habe ihn ausprobiert und dachte so zuerst vorher, okay, also die Farben will ich jetzt nicht, dass man die bei mir im Gesicht sieht. Das sehe ich ja aus wie so ein Clown. Aber wenn die so wirklich vermischt sind,
dann ist es ein richtig geiler Glow und man sieht nicht, dass ich jetzt blau im Gesicht bin oder gelb im Gesicht bin oder pink im Gesicht bin. Also hier seht ihr die Farben jetzt nochmal einzeln vom Highlighter und so sieht es gemischt aus. Deswegen finde ich das mega cool, weil es sieht erstens richtig cool aus, das Produkt an sich. Und es sieht auch sehr schön und natürlich auf den Wangen aus. Und deswegen ist das ein absoluter Tipp von mir. Auch der Strobing Stick, den finde ich auch sehr, sehr gut, wenn er aufgeht. der macht wirklich auch einen sehr schönen Glow, wenn man gerade so ein bisschen mehr haben möchte. Also nicht nur den Highlighter, sondern ein bisschen eine cremigere Textur. Die sind dann meistens, halten die auch ein bisschen besser noch. Was natürlich der absolute Burner ist, wenn man erst so einen Glowstick benutzt. Glowstick und dann einen schönen Highlighter drüber, dann habt ihr den Bomben-Highlighter, ne? Das könnt ihr natürlich auch mal ausprobieren. Also ich komme mit dem hier sehr gut zurecht und finde den auch sehr schön im Auftrag. Also ich mache mir das immer auf den Finger und vertupft es dann so ein bisschen. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und die Preise bei Essence, die sind ja eh total günstig. Deswegen kann man sich den auf jeden Fall mal anschauen. Dann gibt es auch neue Lipglosse. Und zwar habe ich hier diese zwei. Das ist einmal der Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Ist mir persönlich jetzt ein bisschen zu glossy, weil es wirklich mega, mega glossy ist. Und einmal der Water Kiss Glossy Lip Color. Mir gefällt die Farbe ganz gut, hat auch eine sehr gute Pigmentierung. Von dem her kann man da auf jeden Fall nichts sagen. Er ist nicht so krass glossy wie dieser hier, weil der ist schon... Ich zeige euch den mal eben. Der ist schon... Ne? Ultra glossy. Der hier ist ein bisschen matter und der hier ist wirklich high, high, high shine. Also wenn ihr drauf steht, dann solltet ihr euch die mal anschauen. Und den hier finde ich auf jeden Fall auch ganz schön für den Alltag. So vielleicht ein bisschen knallig, aber da gibt es ja auch noch andere Farben. Aber der hat nicht so diesen Ultra Gloss. Also wenn ich die beiden jetzt vergleichen müsste, würde der mir auf jeden Fall besser gefallen. Dann gibt es natürlich noch neue Lippenstifte. Und zwar ist mir das aufgefallen, dass die passend zu diesem Rainbow Highlighter gemacht wurden. Denn das sind einfach genau die gleichen Farben, ja. Es gibt einen blauen und die haben übrigens alle noch so einen Metallschimmer drin. Dann gibt es einen, ja, so Nude Roségold metallischen, den ich auch mega cool finde. Ist jetzt allerdings alles nicht so für den Alltag, aber ich glaube, es kann ganz geil aussehen. Und einen gelben. Oder Gold, besser gesagt. Und natürlich auch noch einen pinkroten. Sind jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so alltagstauglich, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man im Alltag rumläuft. Ich meine, da ist auch jeder anders. Das wäre auch mega langweilig, wenn jeder gleich wäre. Für einen coolen Look, für so ein Fotoshooting kann ich mir die persönlich gut vorstellen, aber für mich sind die für den Alltag einfach zu krass von den Farben her. Dann habe ich von Essence auch noch eine Blush-Palette. Hier steht drauf Sculpting Blush-Palette. Und zwar ist hier ein Highlighter, ein Sculpt-Puder und ein Define-Puder. Für mich sind es einfach nur drei unterschiedliche Rouge-Farben, die ich aber auch sehr schön finde. Und das sind definitiv meine Farben und kann die nur empfehlen. Es gibt auch noch eine andere Blush-Palette und es gibt auch generell noch mega viele Sachen im Essence-Sortiment. Aber ich habe jetzt auch nicht alles hier zu Hause, deswegen ihr euch einfach mal die Sachen in der Drogerie angucken solltet. Dann habe ich euch ja schon vorgestellt, dass das Trended Up Sortiment sich wieder ändert, beziehungsweise eigentlich ab dem 1. März, aber ich habe das jetzt in manchen Filialen auch jetzt schon entdeckt, deswegen könnt ihr wahrscheinlich das auch jetzt schon kriegen, teilweise, aber offiziell ab dem 1. März. Und zwar habe ich euch die Sachen ja vorgestellt, aber ich wollte euch nochmal so meine Highlights zeigen, weil es gibt so ein paar Produkte, ich habe jetzt auch einiges davon richtig mal durchgetestet, die ich einfach super finde und wo ihr... einfach mal gucken solltet, auch um Fehlkäufe zu vermeiden. Sachen, die ich euch empfehlen kann. Das Video, wo ich euch alle Sachen vorstelle, zeige ich euch nochmal hier unten in der Infobox. Da ist der Link dazu. Und mein absolutes Favorite ist diese Glow-Palette. Das ist quasi auch eine Contouring-Palette, aber eben mit schimmrigen Farben. Und ich finde diesen Highlighter einfach Bombe. Der ist mega, mega schön. Wie man sieht, habe ich ihn auch schon etliche Male benutzt. Den kann ich auch nur empfehlen.
Es gibt so viele neue coole Highlighter, ey. Und dann habe ich noch andere Highlights. Und zwar diese Lidschatten. Das sind die Metallic Eyeshadow Lidschatten. Die sind so krass pigmentiert. Und die kann man mega schön verblenden und auch ganz toll aufbauen. Die kann ich nur empfehlen. Und mein neuer Lieblingslippenstift ist auch im neuen Sortiment von Trend It Up. Den habe ich euch in dem Video vom letzten Mal nicht gezeigt, weil er nämlich schon in meiner Schminktasche verschwunden war. Und das ist von den Velvet Sense Lipstick Pens. Die Farbe 020 und die Farbe gefällt mir mega, mega gut. Den finde ich ganz toll. Der ist auch eher matt, fühlt sich total gut auf den Lippen an. Und was ich auch schon in dem Video gezeigt habe und auch im letzten Video schon gelobt habe, ein heller, heller, heller Concealer, den ich euch hier auch nochmal zeigen werde, weil er wirklich mega hell ist. Und endlich, es gibt sowas schön Helles, das ist der Hammer. Und zwar ist es die Farbe 020. Für alle Bleichgesichter wie mich, perfekt. Also schaut euch den auf jeden Fall mal an, wenn ihr so hell seid. Außerdem wird es auch bei Alverde sehr viele neue Sachen geben. Die habe ich jetzt leider nicht hier, weil die auch erst am 1. März in den Handel kommen. Und zwar wird die Theke sich vergrößern. Und zwar ein ganzes Stückchen, nämlich um einen weiteren halben Meter. Die Theke wird dann 1 Meter groß sein und da kommen auch etliche Sachen dazu. Wenn ich es schaffe, dann zeige ich euch die Produkte auch noch sehr gerne oder zumindest einen Teil davon, damit ihr so mal ein paar Sachen wenigstens gesehen habt. Aber ich kann euch auch gerne noch hier unten ein paar Blogposts oder Videos verlinken von Leuten, die auf dem Event von Alverde waren und die haben da bestimmt schon coole Sachen berichtet. Also wenn ihr da mal so einen groben Überblick haben wollt, dann schaut da auf jeden Fall auch mal unten in die Infobox. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke vermitteln. Wenn ihr weitere Videoideen habt, auch sei es um Drogerie oder um Make-up oder um was weiß ich was, irgendwelche Ideen, dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Ich bin auch schon wieder schön brav am Umstyling planen. Ja, es werden noch Umstylings kommen. Ich weiß, ich werde sehr oft drauf angesprochen. Mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit dafür, das Ganze umzusetzen, weil ich dafür immer 4 freie Tage brauche, was ich nicht oft habe. Deswegen, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Es wird wieder da mehr kommen. Aber es dauert noch ein bisschen, okay? Es wird aber was kommen. Versprochen, versprochen, versprochen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!